Nox, moin. Alles gut? Mir geht's gut, Critical. Alles bestens. Ich hoffe, bei dir auch.
Die Flamme 1.20.1. Ausrufezeichen IP, da kriegst du die IP und Version 1.20.1. Kaito, moin! Wie in der nächsten Season kommen weitere Forschungen rein. Da kannst du Schwimmflossen forschen. Dann kriegst du Dolphin's Grace als Buff. Und dann bist du schneller unter Wasser. Hab jetzt mal bei Hupsi bestellt, bin gespannt, wie das schmeckt. Elite Corby, gib mir auf jeden Fall Feedback. Also, ne, mit dem Code GTIME5 gibt's auch nochmal 5% Rabatt. Wir haben jetzt auch schon öfters einen Hupsi gegessen und ich bin absolut zufrieden und von meinen Zuschauern sind auch sehr viele zufrieden. So, machen wir schnell einen Bossfight. Was muss ich am Anfang machen bei PlayLegend? Ist halt ein Netzwerk, gibt verschiedene Game-Modes, ne? Die meisten Leute spielen Kaktus-Klicker. Ja, das halt ein sehr grindlastiger Modus ist. Ich gehe mal davon aus, dass viele auch, je nachdem, die gucken hier zu, haben Bock, irgendwas zu grinden, ne? Und dann bietet sich sowas wie Kaktus-Klicker sehr gut an. Das wird auch ab Season 4, die ja nächstes Jahr im April dann wahrscheinlich kommen wird, mit den Ressourcen auch noch viel geiler werden, weil da werden wir uns mehr und mehr drum kümmern.
Plus 1, bin auch gerade am Grinden, ja. Ja, wie gesagt halt, also mit Season 4, da wird diese riesige Open World, wo man Ressourcen grindet, reinkommen, diese Farming Zone. Das wird auch das erstmalig erste Feature sein, wo man dann andere Spieler sieht. Den Kaktus-Klicker. Und dann in Season 5 werden wir wahrscheinlich gucken, dass wir dann so ein bisschen auch, je nachdem, schon das Bauen in der Fabrik reinbringen. Oder mal gucken halt, ne? Aber langfristig werdet ihr da immer mehr zu tun haben. Ich denke, alleine schon Season 3 wird euch auf jeden Fall zeigen, wie viel Potenzial in dem Modus steckt. Die Leute müssen halt nur die Geduld mitbringen. Und wenn wir weiter natürlich von der Community unterstützt werden, dann kriegen wir das auch langfristig alles geupdatet. Wie sieht's hier eigentlich aus? Eigentlich müsste die ja die ganze Zeit laufen, während ich da unten am Grinden bin, ne? Ah, okay, die ist schon wieder, schon fast die erste Kiste voll. Geh mal ganz kurz auf Toilette. Stell mich so lange hier hin. Bin sofort wieder da. So. Oh, ich höre schon schön die Skelette. Man hört schon richtig schön, wie die Skelette am Sterben sind.
Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich muss halt hier auch noch oben diesen ganzen Höhlenbereich mal ausheben. So. Ich bin am Überlegen. Kevin, wie geht's mit Kaktusklicker weiter? Wäre geil, wenn dort neuer Content kommen würde. Kommt, musst du dich richtig informieren. Wenn du dich da nicht richtig informierst und einfach nur der Meinung bist, du kommst, wie du Lust und Laune hast, dann verpasst du natürlich einiges, ne? Sorry, dass ich frage. Weiß nicht, warum du jetzt so toxisch bist, aber ich habe dir nur normal geantwortet. Außerdem ist das keine Frage. Moin, Avatar. Alles gut? Mach das, Avatar. Viel Spaß dabei. Und ich wünsche natürlich einen guten Appetit, ne? Nee, Shabaka wird nicht öffentlich.
Spare Ribs für morgen Abend. Ei, 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 okay. Gitam, wir reden kurz drüber. Du hast keine Bossfrucht benutzt, ne? Nö. Ja, ich habe nämlich, meine wurde nämlich gerade angewandt, weil das immer ist, random, es wird quasi immer random von einem im Raum abgezogen. Und jetzt sind da zwei Kisten gespawnt, du hast Schuhe draus. Hattest du schon Schuhe? Ja. Ja, okay. Ja, ich, keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen. Ich meine, im Endeffekt wissen wir nicht, aus welcher es jetzt gewesen wäre. Ja, kannst du behalten. Ist egal. Ist whatever. Ich würde gerne noch einen machen, dann bin ich fertig. Alles klar. Jo. Er hat gesagt, mach den Boss. Was soll ich sagen? Ja, haben wir auch noch für Trimax Schuhe. Denk an deine Level. Ja, ich will die versuchen, so ein bisschen zu sparen jetzt. Erstmal. Dead High, ich brauche von dem Boss in dem Sinne nichts mehr großartig.
Ich gehe einfach, ich tue die Kürbisse einfach jetzt in den Boss einfach nur immer reinvestieren, weil da kann ja das Unique kommen und das Unique ist mir halt die Bossfrüchte nicht wert, weil das halt viel zu random ist, ob das robbt, weißt du? Ich tue den jetzt einfach immer aus Spaß nebenbei machen. Und wenn das Unique droppt, freue ich mich. Und wenn es sie vorher jemand anders kriegt, ist halt so. Ist halt einfach eine Glückssache, ne? Deswegen. Nee, ist nicht Hypixel. Basti ist da! Kevin, was geht? Basti, moin, wo bist du? Alter, ich bin gerade bei Stone am Spawn. Du glaubst nicht, Kevin, ich habe extra freigenommen für dich. Was? Ja, ich bin heute zu meinem Chef hin und habe gesagt, komm mit. Ein Kumpel wartet auf mich zum Zocken. Kann ich heute früher gehen? Okay. Crazy, oder? So jemand kriegt erstmal das hier. Jo, was ist das? Oh mein Gott. Element Boot! Oh, Legendary, geil! Hey, kann man die noch einmal upgraden auf Mythic? Oder ich weiß nicht, nee, die kann man glaube ich nicht upgraden. Nicht? Weil es gibt doch hier bei der Upgrade-Station, kann man noch auf Mythic hochgehen. Marvin789 schreibt gerade in YouTube-Chat, zwei abgestürzte YouTuber mag euch trotzdem. What the fuck? Definiere abgestürzt, Kevin. Mit welchem Flugzeug sind wir abgestürzt? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, Basti, guck mal, was ich als nächstes gemacht habe. Komm rein in unsere Höhle. Ich komm. Oha. Das sieht ja auch ästhetisch gut aus. Hier einen zweiten Aufgang, oder? Ah, ne. Doch. Hey, hier, guck mal, hier geht's hoch. Geil. Hier geht's bis hoch an die, du kannst noch eine Ebene höher, ne? Ja, ich hab irgendwo... Ich hab die Ebene vorbereitet und guck mal hier hinten. Wo? Hä, wo bist du? Oh, nächste Ebene. Wir müssen jetzt nur noch hier das Wasser reinmachen und dann musst du deine Kürbissaat anpflanzen. Ding ist, guck mal, pass auf, mir ist gestern aufgefallen. Ich bin halt durchgelaufen. Ich hab bei ein paar Sachen tatsächlich vergessen. Hier fehlt ein Ziel. Ja, genau, die müssen wir dann noch machen. Da fehlt einer, die müssen wir noch machen, dass die komplett sind auf jeden Fall. Beim Setzen ist mir da ein paar Mal was untergelaufen. Aber ich brauche jetzt erstmal Fettlevel. Ja, und das... Also das wird ordentlich. Jetzt krass werden, Basti. Was? Komm mit. Ich war fleißig. Sehr fleißig. Das bin ich gespannt, Alter. So ein Photon bräuchte ich auch noch, ne? Können wir easy den Boss machen. Ja, so, komm hier runter zu den Kisten. Achso, zu den Kisten? Ja, komm mal.
Ich bin am Start. Guck mal in die linke Kiste. Ja. So, und jetzt die rechten Kisten. Was? Junge! Was hast du gesagt? Die sind alle voll. Alter. Wo kommen die denn her? Ja, das ist von der Mobfarm. Ich stand die ganze Nacht AFK. Junge! Alter! Die Level werden so brennen, ne? Also wir haben eine Möglichkeit, wie du noch viel schneller die Level aufbaust. Aber da müssten wir die Maschine von mir modifizieren. Da müsstest du aber theoretisch ganz schnell klicken. Was heißt ganz schnell? Oh, ja, du musst halt ganz schnell Linksklick machen, weil du baust dann schneller ab, wie wenn du das mit F3 plus T machst. Dann lege ich mir... Achso, das mache ich sowieso nicht. Ich drücke immer nur Linksklick. Ich halte es so durchgehend gedrückt. Achso, okay. Oder du meinst so. Ja, genau, so. Du musst halt ganz schnell drücken. Wenn wir einen Observer machen, warte mal. Komm mal mit. Ist da noch Bone Meal drinne oben? Kannst du gleich mal reingucken? Ich hole mal in der Zeit Observer. Ja, warte, ich guck. Ja, in den Dispensern ist tatsächlich ist noch was drin. Okay, warte mal. Das ist Tracy. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Wie das abgehen wird. Stell dich da schon mal das hin. Das muss ja komplett eskalieren. So hinstellen. Was machst du jetzt? Ich. Achso, du machst eine Observer Clock. Ja, pass auf. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt. Oha, es wäre. Ich hab gerade auch null Level, ne? Geht ab. Oh, warte. Geht, macht immer nur einmal. Jetzt geht's ab, okay. Ist das wirklich schneller? Du musst ganz schnell links klicken. Boah, Alter. Ist das wirklich schneller? Ja, viel schneller. Viel, viel schneller. Junge! Guck mal, wie schnell deine Level hochgehen. Kann ich einen Clickbot holen? Ich weiß nicht, ob du einen Autoklicker nutzen darfst, wenn du den nur nutzt, wenn du jetzt gerade dabei bist. Boah. Ich muss mal Spark mal fragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schneller ist. Gar nicht. Doch, das ist viel, viel schneller. Guck, du hast schon über 1000 gerade. Ja, aber das kriege ich auch so, oder? Muss ich so machen. Ich krieg den Krampf, Alter! Level 43. Ich hab mal gestoppt. Oh, jetzt ist alle. Ja, jetzt ist eh alle. Ich muss eh. Also, das geht auf jeden Fall viel schneller. Holy shit. Du sollst auf deinen Schlagen auf der Tastatur auf eine Taste legen, wohl, sagt jemand, dann geht das schneller. Da musst du nur gedrückt halten. Ja, ich glaube, das mache ich dann gleich. Das machen die doch auch beim Bauen, weil das viel schneller geht, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Ich gehe kurz Level abgeben oder halt Zeug abgeben und dann füllen wir das mit Bone Meal, ja? Ja. Müssen wir wieder komplett neu füllen. Alter, ist das crazy. Hast du den ganzen Morgen an der Farm jetzt weitergebaut oder was hast du alles gemacht? Die Farm weitergebaut, den Boss immer wieder geklatscht. Ich habe ja noch dreimal die Element Boots. Was können die Boots genau? Also die haben zwei Rüstungen mehr. Okay. Nice. Hier. Recycling Station. Ich muss mein Inventar leeren. Das wird wild. So, gibt auch nochmal Levels Zeug hier. Komprimierter Kürbis abgeben. Let's go. Alter. So.
Ich brauche dann nur wahrscheinlich Effizienz auf meiner Harte, oder? Dass ich auch schnell Kürbis abbaue. Oder nicht? Ja. Ist das unnötig? Hast du Effizienz drauf? Das brauchst du. Drauf? Ja. Wie voll sind die Dispenser schon? Das können wir hier alles voll machen. Inventar so scheiß voll, Alter. Sollen wir mal die ganzen Kisten da oben voll machen? Ja, ja, wir machen das komplett voll, dann aktivieren wir das, du stellst dich dran und ich fülle die ganze Zeit nach immer. Oh, was, Alter. Ich darf nur nicht draufgehen, Kevin. Wenn ich dann draufgehe... Nee, nee, wir holen immer einen Schwung, so 50.000 ja, Level, ne? Und dann holst du Lizenzen. 50.000? Was? Ich mach mal Inventar eben leer. Muss ich ja auch machen. Das Zeug, was ich hier nicht brauche, Mann. Wie viele Kürbissaat hast du bisher gesetzt eigentlich? Ich glaube 600 gerade. Du kannst also noch 1400 holen. Also es könnte sein, dass die Farm fünfstöckig sogar wird. Ich bediene mich an der oberen Kiste schon mal. Nee, Kaktusklicker wird mit Ressourcen und allem drum und dran sein und da werden die Ressourcen auch Collections und so bekommen bald. Kevin, was geht, wann wird es einen neuen Villager geben? Boah, ich glaube am Wochenende. Erst dann? Ja. Ja. Und wenn wir das in Kaktusklicker reinbringen, Leute, macht es keinen Sinn, noch einen Modus zu bringen, der sowas ähnliches hat. Das ist auch der Grund. Stell dir das mal noch vor mit den Autocraftern aus der 1.21, Kevin. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Kaktusklicker nicht als MMORPG machen, also Multiplayer-Inhalte. Weil einfach zu viel dann vom MMORPG vorweggenommen werden würde. Und dann könnten wir einfach direkt sagen, dass Kaktusklicker das MMORPG ist. Oh, mein Schwert. Holst du gerade noch die letzte Ladung? Ja. Okay, dann stelle ich mich schon mal hin und mach Keybind auf. Warte mal, Left Mouse Button. Ich mach einfach Enter-Taste. So, bam, bam. Linker Mausklick ist jetzt auf Enter. Jetzt bin ich dann gleich mal gespannt. Sag, wenn voll und wenn es abgeht. Okay, ich aktiviere, ja? Ja, aktiviere. Ich schlag. Aber ich halte das jetzt gedrückt, warte. Ich spam jetzt einfach die Enter-Taste. Ich drück die ganze Zeit Enter. Also gedrückt halten bringt nichts, das ist langsamer tatsächlich. Ja, du bist viel langsamer gerade.
Also du kriegst den besser, ne? Du kriegst den hinteren gar nicht mal abgebaut, weil du zu langsam drückst. Warte, dann stell dich wieder um. Krieg ich den hinteren jetzt abgebaut? Ich guck, also dein Level rasen gerade richtig hoch. Boah! Guck dir das an! Ich hol schon wieder Bone Meal. Ich füll die ganze Zeit nach, ne? Also das wird jetzt ein Marathon, Basti. Ey, ich kann so schnell gar nicht klicken. So ein Autoklicker. Kennt jemand einen? Okay, du kommst an den hinteren ab und zu. Alter, ich brauche einen Autoklicker. Hast du nicht so eine Maus, wo, wenn du einmal drückst, die mehrfach klickt? Wichtiger, meinte, der nutzt so eine. Was? Ist ja voll unfair, Alter. Dann ist es ja ein Hacker. Ich bin jetzt mit Zeigefinger und Mittelfinger drauf. Alter, pass nur auf, dass du nicht den unteren abbaust. Ja, alles gut. Also du kommst an den hinteren immer noch nicht dran. Ist viel zu schnell. Aber 4000 Level, what the fuck? What the fuck? Ey, ich hab gleich einen Krampf, Alter, Kevin. 5000 Level incoming! Also es sagt jemand, du sollst schlagen auf dem Buchstaben liegen. Ich habe aber keine Ahnung, ob es besser ist. Auf dem Buchstaben? Okay, warte. Vorhin meinte jemand auf Mausrad, dass du nur drehen brauchst. So machen die das auch beim Bauen immer. Dann baust du ganz schnell Blöcke. Ich weiß, du kannst das mal testen, ob das Mausrad drehen, ob das funktioniert. Nee. Mausrad. Wie mache ich Mausrad? Muss ich dann Mausrad scrollen oder was? Ich glaube ja. Keybindings nochmal hier. Zack. Zack. Machst du. Nee, das geht gar nicht. Das kannst du okay. Gar nicht. Warte mal, ich mach das einfach mal auf. Was? Geht's besser? Nee. Ich hab das auf gelegt. Naja, du bist jetzt auf jeden Fall genauso schnell wie eben, nur wenn das jetzt entspannter ist, ist besser, ne? Ja. Also so ist gerade entspannter. Ja, du machst auch gerade gut immer so einen Schwung, ne? Ja. Guck mal beim Abbauen, das sind immer also mehr als 5 Level, die du hochtickst. Ja, so ist entspannt auf jeden Fall. Sind immer 16 Level, oder? Das ist doch glücklich. Ja. So geht's richtig gut ab. Du sammelst das Zeug ein und compressst das auch immer direkt, ne? Ja. Okay, weil das gibt nämlich O-Level. Das können wir beim Recycler dann reinhauen. Das Ding ist, ich muss nur einfach das Zeug da noch anpflanzen, die Samen. Aber die Samen kannst du wie farmen für mich? Du kannst die Kürbissamen? Ja. Ja, das kann ich dann gleich machen. Ich kümmere mich jetzt erstmal drum, deine Kisten immer hier nachzufüllen. Wie schnell gehen die leer? Boah, das geht schon. Also die erste Chest, die hatte gerade 3 Stacks wieder rausgehabt. Also ich glaube, bei 7000 kann ich die nächsten kaufen. Ja, mach einfach immer weiter. Wir holen erstmal 50.000 Level und dann kaufst du direkt ein paar Dinge auf einmal. 50.000 Level, da will ich mein Zeug upgraden, Kevin. Lass uns lieber die Kürbisfarm größer machen, weil wenn ich nicht da bin und AFK stehe, kannst du die ja eh in der Zeit immer farmen. Die bringt richtig gut Level dann. Ja, organisier mir mal FI5 irgendwo her von den Skyloids. Kann ich von Sebo holen. Weil das wäre, glaube ich, richtig lässig. Dann
könnte ich da durchsliden. Wer hat sich denn eigentlich die Algen Collection geholt? Sebo. Oh, scheiße. Ich hab den halt mit Bone Meal geisteskrank durchgepusht. Dadurch hatte der halt, ne, hat er die gekriegt. Ja, passt. Hast du gestern noch das mitgekriegt mit Fuchsle? Mit der Netherite? Mit dem, mit der Rüstung, ja, ja. Ja, da hab ich dir doch das Dings geschickt, hier den Kommentar, so, ja, wo der eine geschrieben hat hier. Warte, was hat er geschrieben? Hier. Er hat Junge, jetzt übertrieben. Irgendwann ist der Scheiß mit dem Trollen vorbei. Das geht so weit, bis irgendwann mal einer drauf geht. Wie in England. Was? Und er in lacht England. Auch noch. Nicht witzig, auch nicht im Spaß. Ich find's ultra witzig. Ich find halt geil, bis irgendwann mal einer drauf geht wie in England. Oh Mann. So, Level 8000. Jo, Zaubi, kann ich wenig machen. Sebo hat gesagt, wenn die an seine Kisten und so gehen, hat er keinen Bock mehr auf. Wäre sehr bitter. Element. Element. Das wäre, glaube ich, das bitterste überhaupt. Mal gucken, wie voll ist in meinem Inventar. Ich hol da mal die Algen, wenn das die spawnen. Junge. Warte mal. Hier nimm mal aus der Dings-Chest. Ich nehme mal kurz den Glückstrank raus. Nimm mal meinen Gravity Stone in die Offhand. Beim Farm. Hast du einen besseren? Ja, ja, der zieht die komplett ran. Ja, nein, Alter. Hä, wieso hast du den auf Level 10? Wie hast du das hingekriegt? Der ist auf episch geupgradet schon. Junge. Und dein Photon? Das ist auch auf episch. Was kann das? Also, wie. Mach dich einfach nur schneller. Ja, 200%. Boah. Gibt es schon andere Teile der Elements-Rüstung oder nur die Boots? Ich glaube, es gibt nur die Schuhe momentan. Okay. 9000 Level! Also das, was wir hier haben, reicht locker für, glaube ich, über 100.000 Level. 100.000? Was? Ja, ey, wir haben nicht mal die erste Kiste oben leer, ne? Also die ganze rechte Reihe, die ist noch, also da sind noch 4 volle Kisten Knochen, ne? Und es wird auch nachproduziert auch. Ich höre es die ganze Zeit, wie die Skelette draufgehen. Ja. Junge, das ist abartig. Von der Pumpkin Farm haben wir die beste oder die größte einfach nur? Ich glaube, wir haben die größte. Die beste? Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was man da groß noch anders machen kann, ne? Okay, ist schon optimiert, bisschen geht, ne? Level 10.000! Ja! Let's go! An alle, die jetzt random reinkommen, baut das in Vanilla nach, ihr bekommt so auch Level. Ist ein neuester Hack für die 1.21. Kelp farmen. So, Basti? Ja? Ich werf dir was hin. Was macht das? So, trink den bitte einmal. Du kriegst dann nochmal 10% mehr Level für die nächsten. Leveltrank. Ja, für die nächsten 15 Minuten. Da sind mehrere, hau dir die rein. Okay. Immer. Alle? Oder also nein, nur ein, nur ein. Wenn okay, du den aktiviert okay. hast du aktiviert? Ups. Ja, hab aktiviert. Okay, der geht bis 39. Bis 9. Achso, 15 Minuten. Okay, hab's gecheckt. Jetzt krieg ich nochmal mehr Level. Ja. Holy shit.
wird gleich zwischendurch einmal Kürbisse abbauen gehen. Ja, ja, ja. Aber ich schaff das schneller, als die Kisten leer gehen. Ich glaub's auch. Aber du kommst hinten gut dran zwischendurch. Also da gehen auch ein paar Stacks immer raus. Alter, gleich Level 13.000. Digga, wir sind gerade so produktiv, ne? Wie sehr werden wir die anderen damit abfacken, dass so krass Farm am Start ist? Glaubst du, die nervt das? Boah, weiß ich nicht. Guck mal meine Level. Wo? Warte mal. 5700. Warte, ja. Ich jetzt eine Bahn gehe. Alter. Wie das durchrasiert, ey. Samen können wir gleich holen, Leute. Da, also, die werden hier noch mehrfach nachwachsen. Das wird dauern, bis Basti durch ist. Level 13.000 gleich 14.000. Hast du die Elementangel eigentlich schon? Nein, angeln habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay, müssen wir mal machen. Ungeduldig. Die solltest du auf jeden Fall, solltest du angeln machen, damit du Mana kriegst. Weil für jedes Level, was du in einem Skill steigst, kriegst du 5 Mana dazu. Und für was brauche ich Mana? Ja, es gibt halt so Sachen. Es gibt mein Essen. Ja, es kommen aber noch mehr Sachen rein. Fabo hat zum Beispiel in der Lootbox einen Barrierestab gezogen. Der macht, wenn er den nutzt, zieht der 300 Mana ab und der ist 5 Sekunden lang unbesiegbar. Was? Ja, ja, ist voll OP, das Item. Holy shit. 15.000 Level, Kevin. Sehr schön. Fuchsle, das ich gemein. Tian holt sich die Slots von Norman.
Der ist richtig genervt. Warum ist der genervt? Der war heute Morgen schon genervt. Ich bin Level 9300, Basti, auch. Ich einfach jetzt gleich 20.000, also jetzt 19.000. Die Leute sagen, Tian ist genervt. Warum? Weil du mit mir zusammen deine Kürbisfarm baust. Echt? Hä? Ist er von mir genervt? Oder was? Welche Leute? Ich hab keine Ahnung, die Zuschauer schreiben, dass er genervt ist. 105.000 Level brauchst du für alle Slots. Du hast ja schon ein paar. Dann lass mal so 70.000 machen und dann holst du alle Slots. Boah. Und dann ballern wir die alle rein in die Farm. Let's go. Jetzt gleich 20.000. Ey, Kevin, nee, nachher gehe ich drauf. Lass lieber jetzt gleich schon mal welche kaufen. Basti, du gehst nicht drauf. Hier oben ist direkt die Kiste. Du gehst in die Kiste, in die Hub. Wenn dich irgendeiner mit den Leveln tötet, dann ist was los. Was weißt du, was dann Spark auch für Theater macht? Dann werden wir uns wirklich real bei Spark beschweren. Dann werde ich auch zu Spark sagen, dass das voll asozial ist. Gerade weil ich auch 1,5 Herzen habe, nur... Das wissen die eigentlich. Einfach 20.000 Level! Wie das ausrast. Er will das Unique vor dir haben und sieht dich als Rivalen. Ja, dann gehe ich einfach zu Sebo und Trimax und sag denen, wenn der neue Villager da ist, ey, pass auf, ich push euch im Level durch, ihr gebt mir bitte eure Kürbisslots. Was macht denn der dann? Dann habe ich ja nochmal 1000 Slots mehr ohne Probleme. Ja, aber das meint er wahrscheinlich nicht real, dass er sich also beschwert darüber, also... Glaube ich nicht. Was war das? Du sammelst die Dings nicht mehr ein, ne? Ich mach weiter! Oh, sonst muss ich verkaufen gehen. Warte. Genau, mach einfach weiter. Level 23.000, Junge.
Das hätte ich nie erreicht im Nether, Kevin. Ja, wenn man gut zusammenspielt. Ja, ne? Wenn man nicht auf Ego macht, dann läuft es. Das Ding ist halt, die spielen halt sehr egoistisch alle. Guck mal, das ist dasselbe jetzt mit Tian. Der gammelt jetzt die Leute an, der muss die Leute angammeln wie Norman oder so, weil die anderen werden dem nichts geben. Und ich gehe jetzt einfach zu Sebo und zu Trimax, sag zu denen, ey, passt auf, ich will voll gerne das Unique vom Kaktus, vom Kürbis haben. Ich gebe euch Knochen, dass ihr die Level holen könnt, könnt ihr mir eure Seeds geben, dann werden die das alles durchballern. Die wollen nichts dafür. Nö, die werden das einfach machen, weil wenn der neue Villager kommt, dann werden die sagen, ja, dann gehe ich auf einen neuen Villager. Ja, du hast eh schon zu viel Vorsprung, oder? Ich habe ja Sebo zum Beispiel bei Kelb auch unterstützt, dass er das Unique kriegt. Der würde mich safe hier unterstützen, wenn ich ihm sage, ich will das gerne haben. So, dann kriege ich nochmal 1000 Slots mehr. Warum nicht vollautomatisch? Weil das nur Level gibt, wenn man es abbaut. Selber. Tian, wer sich einmischt. Wer sich... Road to 30k, Kevin! Sehr schön, ich gegle jetzt gleich nochmal Kürbisse.
Weißt du, ob schon jemand 100.000 Level hatte? Also ja, Sebo. Sebo hat schon mal 100.000. Denk immer dran, Leveltrank reinzuwerfen, ne? Ah, muss ich jetzt wieder machen. Gut, dass ich sage. Ist wieder drin. Wie schnell das einfach geht. Wie lange stehe ich jetzt hier? Auf jeden Fall eine Viertelstunde. Das ist schon ein bisschen länger. Ja, ich denke, wenn der Leveltrank ausgelaufen ist, also um 55, dann sind wir so weit, dann können wir Slots holen erstmal. Ja, ja, ja. Level 30.000! Junge, wir sind so geisteskrank am Produzieren, ne? Komplette Eskalation, Basti. Wie in alten Zeiten. Ja, ja, ja. Das rastet komplett aus. Was machst du jetzt mit den ganzen Algen? Die haust du gleich in den Recycler noch. Ja, ja, aber ich sammle ja keine mehr ein. Du hast gesagt, ich soll stehen bleiben. Ach so, dann komme ich hoch. Ein? Ja, ich komme hoch und sammle die ein, wenn da sehr viele sind. Ich glaube, also ich sehe es halt nicht richtig. Es sieht immer so aus, als ob sie verschwinden würden, aber müssen genug da sein. Oh, sorry. Kein Problem. Robes, Dankeschön für 15 Monate, Liebe, geht raus.
So, jetzt komme ich wieder. Einfach Level 35.000, Kevin. Mhm. Oh! Entschuldigung, mein Fail. Raus. Ja, alles gut. Geh rein. Geh schnell rein. Das ist krank, ne? Das ist abartig, ey. So, mach direkt weiter. So. Ey, ich sag's dir, ja, wenn mich irgendjemand killt, gell? Das war crazy. Wem würdest du es zutrauen, dass er es probiert? Boah, also ich denke eigentlich nicht, dass sich irgendwer tötet. Warum sollen die Leute sich ohne Grund töten? Keine Ahnung. Kann ja sein, dass jemand Bock drauf hat. Ich hab gleich mehr Level als Spark. Haha, ist getrackt. Jawohl, mehr Level als Spark. Mein Ziel ist erreicht. Die steigen aber auch geisteskrank. Das Ding ist, wir halten die Farm auch die ganze Zeit am Laufen gerade. Also die Kisten gehen nicht leer, die sind schon wieder voll. Was? Komm da. Hey, wie hast du gemacht, dass das so viele Skelette kommen? Das ist eine ganz normale Mob-Farm. Ich habe halt nur Dings. Filter, ne? Ja, aber ich habe auch Spider-approved, also es kommen keine Spinnen. Oh, auch geil. Wir haben auch noch 3 Doppelkisten voll mit Knochen. Boah. Gleich Level 39.000. Und zack, 39.000. Let's go. Black Fox, moin. Eskaliert einfach. Also 50.000 sollten wir auf jeden Fall machen und dann können wir mal gucken, dass wir mal kaufen. Ich will News.
Was ist gerade der Stand? Basti grindet jetzt die Level hoch, damit er weitere Kürbisslots holen kann gleich. Der ist jetzt schon bei Level 40.000. Also wir pushen den jetzt gerade Giga durch. Basti, wirst du eigentlich in die dritte Season von Cactus Clicker mal reinschauen? Ich weiß nicht, wie heftig ist da der Grind, Kevin? Also das ist schon so ein Grind-Modus, aber du musst nicht auf die Top 100 hinspielen. Nein, aber du weißt ja, so richtig Hardcore-Grind-Games ist einfach... Das ist halt eine Mischung, ne? Es geht, du hast halt so Elemente. Du musst aktiv spielen, um deinen Passiv-Grind zu steigern. So, du hast jetzt zum Beispiel, so einen Turm, Minecraft mit 100 Ebenen. Und da musst du ja später mehrere tausend Mobs töten, um eine neue Ebene freizuschalten. Es gibt aber zum Beispiel den Jäger, das ist ein NPC. Und den kannst du mit Münzen, also mit Coins, die du aktiv grindest, weiter verbessern. So, und je höher du in den Turm kommst, umso mehr Coins droppen die Gegner. Also, zum Beispiel auf Ebene 1 der Mob, das sind Babyhasen, die droppen eine Münze. Mit 10% Chance. Ja. Auf Ebene 2 kriegst du schon 2 Münzen. Und irgendwann kriegst du dann teilweise 100 Münzen pro Gegner. Und damit kannst du den Jäger ausbauen, also verbessern. Und der grindet sogar weiter, wenn du offline bist. Ja, das ist nice. Ja, ich kann es mir ja mal angucken. Wann kommt die dritte Season? Die fängt so gegen Ende November, Anfang Dezember an. Okay. Ja, ist ja noch ein Weilchen hin, ne? Ich glaube, du musst noch mal rein und Kelp holen. Level 44.000. Das ist einfach crazy. Nee, Jonas, wir brauchen das Bone Meal alles selbst. Können nichts abgeben. Wir haben jetzt gleich die vorletzte Kiste leer erst. Das heißt, wir haben dann noch 3 Kisten voll mit Knochen.
Ja, 50.000 gleich gemacht, Alter. Wir auch die Hexen eskalieren. Wieso gehen die nicht drauf? Na, die dämen die ganze Zeit Fire Resistance, aber die werden gleich verschwinden, wenn wir weg sind hier. Ja, okay. Gleich 50.000 am Start, Alter. Über was habt ihr eben gesprochen mit Tower und Jäger? Das ist, wie heißt es? Kaktusklicker auf playlegend.net. Ein Spielmodus. So. Sag mir mal, Kevin, wie macht denn der das immer? Was denn? Das sieht doch safe. Ja, Blizzard hat wieder ein Legendary. Der hat sich doch safe das Datapack gedownloadet, irgendwie über World Download und weiß, wie man die kriegt. Ich gehe mal davon aus, das wird vom Boss das je nachdem sein. Das ist halt random, ne? Ja, jetzt wie viel ist das schon? Kevin, jetzt gleich 50.000. Oder das vom Nether Shop, das könnte natürlich auch sein. It's the final countdown. Kevin, guck dir das an. Guck, nur noch 500 Level fehlen. Guck's dir an! Yes, ich seh's. Schön Gas geben, Basti. Ist das ein Weltrekord? Ja, klar. Noch 200. Noch 100. Oh, ich versuch's genau hinzukriegen, wenn ich das schaffe. Wird ja geil. Oh mein Gott. Kevin! So, dann go, 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 Basti. Keine Zeit vergehen lassen.
Direkt in Shops Lizenzen holen und dann gehen wir direkt wieder an die Farm. Und holen noch die restlichen. Versucht die. Oh, hier liegen noch voll viele Algen. Ja, dann guck doch, dass du die einen in deine Kiste oder so verräumst. Oder hast du keinen Platz mehr? Ich habe gerade gar keinen Platz mehr für irgendwas, oder? Ansonsten tu die unten links in dem Raum die das komprimierte Seegras unten links rein bei den Kisten. In dem Raum, wo die Knochen reingehen. Und dann gehst du nochmal hoch und sammelst die ein und komprimierst die anderen, weil das Seegras können wir in den Recycler hauen, da kriegst du dann gleich auch nochmal ordentlich Level. Ja, warte mal. Ja, ich hab jetzt alles. So, ich geh jetzt zum Hub. Genau, und dann da, wo der Kürbis ist, da ist ja der Dings. Der Kürbis-Villager, ne? Alter, einfach 50.000 Level. Holy shit. Das ist so eine schöne Zahl hier. Alter, und jetzt verkaufe ich hier alles. Bam. Okay, als nächstes brauche ich 12.000 Level. Ich habe jetzt weiterhin Okay, ich glaube, der letzte ist sogar bei 14.000 Level. Das heißt, 12, 13, 25.000 brauchst du noch einmal 39.000 Level, glaube ich. Ja, easy, ne? So, jetzt gehe ich noch zum Komposter da. Alles verarbeitet. Bin kurz auf Toilette, bis gleich. Jo. Sie hat gerade mein Gravity Stone. Hat jemand von euch mitbekommen, welches Unique Blizzard bekommen hat? Ob das aus dem Shop das war? So, wieder da. Jo, BB. Ja, 20% auf Tränke, okay. Let's fetz, die nächsten 12. Warte mal, ich muss jetzt erst. Soll ich erst die Dinger platzieren? Nee, mach ruhig die Level, wir platzieren die gleich dann. Okay, okay. Also, wir haben jetzt richtig viel Slots weiterhin dazu gekriegt. Mhm. Was haben wir gesagt? Wie viel Level brauche ich noch? 39.000. Ja, gut, das ist schnell da wieder, ne? Ich mach noch mal eben viermal den Boss. Und was droppt der Boss alles? Vorrangig Elementboots. Und warum machst du den dann? Der kann auch noch einen Unique droppen. Ja, das hat er Blizzard oder nicht? Ne, der hat das aus dem Nether Shop.
kriegt man was aus dem Shop als Unique? Einfach Sachen kaufen. Bei uns hat das aber schon Klimm. Hä? Die kriegen das einfach so? So. Ich komme jetzt direkt wieder auffüllen. So.
bereit schon mal die Felder jetzt so ein bisschen vor, ne? Ja, denk dran, dass ich noch ein paar Lücken füllen muss, auf jeden Fall. Ja, ja, das machen wir dann gleich. Wer ist denn eigentlich noch Stone außer Klim und wir zwei? Joecraft? Flocke? Ja, der ist im Urlaub. Wichtiger? Also wichtiger nicht gewechselt. Nö, der ist noch hier, aber ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Warum? Keine Ahnung, der war schon länger nicht mehr on. So, die Felder sind schon mal vorbereitet soweit. Gerade Foraging Level 50 erreicht. Sehr geil.
Habe ich heute Morgen gemacht, Max, bevor ich gestreamt habe. Schon Level 16.000 wieder, Basti. Ja, abartig, gell? Jetzt sind es nur noch 20.000 Level gleich und dann haben wir's. Ja. Also ich brauche jetzt noch 20.000, oder? Ja, 39.000. Ja. Level 39.000 und dann müsstest du eigentlich alle Slots kaufen können. Ja, ja.
Kisten sind jetzt gleich wieder alle voll. Oh, wir haben auch noch knapp zwei Doppelkisten, Kevin, voll mit Knochen. Kevin, ja? Wollen wir am besten aufhören von den Kommentaren unter Sparks Video? Er hat ein Video gemacht, Basti zerstört Fuchsels OP-Equip. Sie rastet komplett aus. Wollen wir best auf Kommentare lesen? Okay. Pass auf. Basti muss raus aus diesen Projekten. Er nervt halt. Was sagst du dazu? Toxic? Schreibt einer dazu, alle nur am Simpen bei Fuchsel. Basti so ein Marketing-Genie. Dadurch, dass er das macht, gehen die Leute in seinen Stream, schauen sich seine Videos an. Ich mache keine Videos. Und er ist die Person, die am Ende des Monats gut bezahlt wird. Und ihr, die nichts bekommen, regt sich auf. Junge, Alter. Hä, wieso am Simpen? Wir waren gestern beide im Channel, die sind alle zu uns reingekommen nach und nach. Das ergibt keinen Sinn. Naja. Oh. Der legt sich halt mit jedem an und auch Blissor hat schon drunter gelitten. Und zwar in einem richtigen Streit. Das hat bei ihm System. What the fuck? Kevin! Kennst du mein System? Nicht wirklich. Junge, sind die Leute fertig. Aber eigentlich noch relativ harmlos, finde ich, so vom Ding her. Hier, die wollen mich. Muss Basti Zockt wirklich bei Elements dabei sein? Ich würde ihn nicht vermissen. Holy shit, weil ich getrollt habe, die Rüstung zu. Also verschwunden zu haben. Rasten die Leute so aus. Junge. Ich überlege schon meinen nächsten Geniestreich, Kevin. Okay. Wer soll mein nächstes Opfer sein? Hau rein. Also ich würde sagen, wenn die Zuschauer Spark so toxisch sind, dann Spark. Oder nicht? Ordentlich toxisch, ja. Wie kann ich Spark zur Verzweiflung bringen? Den juckt gar nichts mehr, was ich mache. Die Leute kannst du eh nicht ernst nehmen, also im Internet. Das, also, nein. Ich habe das schon im Stream mehrfach angesprochen, das Thema. Das ist so mittlerweile. Ich finde halt, pass auf, ich habe nichts zerstört. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, also, die Leute, die sind so, also die viele der Zuschauer sind in so einer Haltung, die wissen halt alles besser. Und haben immer recht und so. Da, also, ich sag ganz ehrlich, so wie es ist, du musst halt anfangen, wirklich auf die Leute mittlerweile zu scheißen. Anders kannst du dich ausdrücken. Du musst halt einfach, wenn du solche Kommentare liest, einfach drauf scheißen.
Bei mir ist das mittlerweile auch so, ich ignoriere die Leute schon. Also ich gehe gar nicht mehr drauf ein. Einer kommt rein, schreibt irgendwas wegen Fitness, Fettsack oder sonst was, wird einfach ignoriert. Die Mods bannen den weg und ich ignoriere es einfach. Macht eh keinen Sinn, darauf einzugehen. Die meisten sind eh ein bisschen, also ich sag so, wie es ist. Meine Haltung ist halt einfach, die Leute, die sich so verhalten, das sind sowieso die, die so ein bisschen hohl in der Birne sind und da macht es keinen Sinn, drauf einzugehen. Ja, ist halt einfach so, was soll ich sagen? Es gibt halt einfach einen Teil in der Gesellschaft von Leuten, die halt einfach nicht so die hellsten auf der Kerze, hellsten Kerzen auf der Torte sind. So, und da würde ich halt einfach gar keine Zeit dran verschwenden. Ja. Das ist ja, ich kann dir das perfekte Beispiel dafür nennen. Hast du die Sache mit diesem neuen Transformers-Film mitbekommen? Achso, mit Chef Strobe. Ja, wo die da die Synchronsprecher. Die Leute haten die. Was kann denn Chef Strobel dafür, dass Paramount ihn anschreibt und fragt, hey, würdest du diese Rolle synchronisieren? Soll er dann sagen, ich nehme einen Synchronsprecher den Job weg, deswegen kann ich das nicht annehmen. Und jeder würde sich darüber freuen. Wahrscheinlich, als sie den Film geplant haben, okay, wir brauchen oder wir hätten gerne 4 Slots für Influencer, die eine Rolle sprechen. Weißt du, die Rollen wurden vielleicht sogar extra genau dafür geschaffen. Ja, und dann werden die Leute, also dann machen die Leute extra so Clips und so, tun die auf Twitter dann dafür flamen und so. Und dann hieß das, ja, ich wollte aber nicht so einen Shitstorm produzieren und so. Ja, warum versucht man dann öffentlich die Leute so bloßzustellen? Es geht nur noch, den Leuten geht es nur noch darum, dass sie irgendwie Reichweite abgegriffen kriegen oder so. Da will ich gar kein Teil von sein. Deswegen scheiße ich einfach auf die Leute mittlerweile. Die interessieren mich nicht mehr. Ich mache im Stream mein Ding, konzentriere mich auf meine Zuschauer, die vernünftig sind und der Rest ist mir einfach scheißegal. Interessiert mich alles nicht mehr. Same. Ist genau das gleiche, ich habe so einen Tweet gesehen, zum Beispiel Paluten, der ist mit seiner Frau auf ein Taylor Swift Konzert gegangen in München. Oh ja. Wo der Typ dann irgendwie geschrieben hat, -1000 Aura oder so. Wo ich mir auch gedacht habe, so was sind das für dumme Kommentare? Keine Ahnung, wenn seine Frau gerne Taylor Swift hört und er macht ihr das Geschenk, ist doch eine schöne Sache. Ja. Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch mit hingeht, ne, und Spaß dran hat. Jeder soll doch das machen, was er will. Was müssen die Leute immer ihre dummen Kommentare zu allem abgeben? Vor allen Dingen dann auch noch irgendwelche Typen, die einfach, keine Sau juckt das, was der Typ zu sagen hat. Und dann schreibt er bei ihm, -1000 Aura. Ja, was juckt ihn das? Junge Paluten, wenn er will, kauft ihm seine ganze Familie, dass sie bei ihm putzen oder so. Was juckt ihn das? Ja, ist doch einfach so. Was soll ich dazu sagen? Dann, warum müssen die Leute über ihren dummen Senf zugeben immer? Ja. Vor allem Paluten. Jemand, der niemandem was tut. Du hast noch nie was von Paluten gehört. Warum schreit man sowas? Das ist einfach saudumm. Man kann sich doch einfach für Menschen freuen. Selbst wenn ich die Musik selber nicht hören würde, würde ich jetzt in einem Gespräch sein oder würde mir erzählen, ey, ich war mit meiner Frau auf dem Taylor Swift Konzert, war voll geil, wir haben uns gefreut. Ja, selbst wenn ich das nicht mögen würde, würde ich ja nicht sagen direkt, ja, ich mag die Musik nicht. Dann kannst du ja auch einfach dich für die Person freuen, ne? Ja. Das ist das halt einfach, die Leute haben überhaupt gar nicht mehr, also, die wissen überhaupt nicht, was Sympathie ist oder wenn die das verlernt haben. Ja. Nee, das ist die Generation, die halt nachkommt. Die solche Werte wahrscheinlich nicht vermittelt kriegt. Keine Ahnung. Du kannst ja davon ausgehen, das sind alles Leute, die extrem selber mit sich unzufrieden sind, mit ihrem Leben und versuchen den Frust einfach auf andere zu lenken oder da halt sich abzufrusten, sag ich mal. Oder sie sind halt jung. Jung oder frustriert oder beides.
Ja, some random, weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? Weißt du, ich find's einfach nur weird. Ich find's einfach nur weird. Sowas. Das ist genau das gleiche hier mit hier Ronny Berger, der seiner Freundin einen Ring geschenkt hat, postet auf Twitter ein Foto, sie hat ja gesagt und dann schreiben da irgendwelche Bratzen drunter, dass der Ring zu klein ist. Und ich sag extra Bratzen, weil was anderes fällt mir halt einfach in dem Moment auch nicht mehr ein, was ich dazu sagen soll. Wie kann man so unsympathisch und empathielos sein? Als wenn die Leute sich nicht mehr für andere freuen können. Hi. Moin. Gäbe es eine Möglichkeit für